Hey Leute, was geht? Wir spielen heute den Doglife Simulator und das ist super cool, denn ich habe mega Bock darauf, meinen eigenen Hund sozusagen zu haben. Ich habe ja schon zwei Katzen, aber jetzt wird es Zeit für einen eigenen Hund. Und was wir machen müssen, ist hier Tap, Tap, Tap to grow your dog. Also wir müssen hier einfach mal ein bisschen reintippen. Und wir haben hier oben die Anzeige, die sozusagen einmal komplett voll werden muss auf 100%, so wie es aussieht. Und Alter, guck mal, das ist ja schon, man sieht schon ein bisschen was. Okay, dann machen wir das ganz, ganz schnell, dass wir nämlich unseren eigenen kleinen Hundi hier bekommen. Und 100% geschafft. Yeah, wir haben es geschafft. Super laut auch. Super cool. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hier unten auf Play drauf und spielen einfach mal. Oh, okay, was ist denn das eigentlich für eine Rasse? Oh, was ist jetzt los? Ah, ich glaube, wir müssen uns für eine Familie entscheiden. Okay, okay. Welche Familie nehmen wir denn? Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen für später oder sowas hat. Aber ich würde mal sagen, wir machen einfach Ene, Mene, Miste. Das ist das Einfachste für uns. Ene, Mene, Miste, es rappelt in der Kiste. Ene, Mene, Mac und du bist weg. Okay, das heißt also, wir nehmen... Nehmen wir jetzt Familie Miller? Ene, Mene, Miste, es rappelt in der Kiste. Ene, Mene, Mac und du bist weg. Okay, das heißt, wir nehmen die Familie Smith. Okay, Familie Smith ist es geworden. Okay, und jetzt haben wir hier unseren ersten Spaziergang. Okay, man kann ja auch ein bisschen schneller laufen, so wie es ausschaut. Kann man auch ein bisschen nach links und rechts gehen. Okay, nee, anscheinend nicht. Wir laufen einfach diesen Weg lang. Kann man ein bisschen schneller laufen. Alter, wir sind aber richtig schnell unterwegs. Plus 3 Monate sind wir jetzt älter geworden. Ich weiß es nicht. Sind wir jetzt älter geworden? Okay, okay. Wir sind, glaube ich, jetzt schon ein kleiner Bubi, ein kleiner Fratzi. Ich glaube, das ist auch ein Golden Retriever oder eine Art Labrador oder sowas, ne? Also, wir haben jetzt auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. Wir können einmal auf den Vater pinkeln und einmal im Garten pinkeln gehen. Ich würde sagen, wir machen das Normale und gehen wie jeder normale Hund im Garten Pipi machen und nicht auf den Papa Pipi machen. Das macht man nicht als Hund. Nein, nein, nein. Okay, da ist auf jeden Fall ein riesengroßer Bach an Pipi rausgekommen. Super toll. Guter Hund. Okay. Okay, toll. Das ist super nice, Leute. Das ist super nice. Dann laufen wir jetzt einfach mal weiter. Ein bisschen schneller und schneller, weil wir nämlich ganz schnell ein bisschen älter werden müssen. Ich will nämlich wissen, wie das ist, wenn man ein alter Hund ist. Ein alter Hund. Okay, wir haben jetzt nochmal weitere 3 Monate. Das bedeutet, wir sind jetzt sogar schon 9 Monate alt. Okay, dann bin ich mal gespannt, was hier ist. Okay, oh, das ist Mami und Papi, die, die gerade sich am Küssen sind. Können wir die jetzt stören oder was ist das? Ich glaube, wir können... Das sieht's einfach. Oh mein Gott. Okay, okay. Was können wir machen? Join them? Walk away. Nee, wir lassen die beiden doch mal einfach in Ruhe, oder? Man stört doch Mami und Papi nicht, wenn die da am Rumknutschen sind, Leute. So, wir lassen die einfach mal in Ruhe und gehen weiter. Nein, dankeschön. Okay, wir sind bisher immer noch der gute Hund. Ja, good dog. Reward. Wir haben 100 Knäckebrote. Also hier diese, nicht Knäckebrote, was ist das hier? So kleine Knochen. Und wenn wir jetzt weitergehen, können wir sogar noch ein bisschen älter werden. Das ist nämlich auch die heutige Sache. Was ist das da? Das ist irgendwie so eine Uhr mit einer... Ach! Okay, krass, jetzt sind wir nochmal ein Stückchen älter geworden. Also der Junge ist jetzt auch noch älter geworden. Mega cool, mega, mega cool. Okay, 3 Monate weiter. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was ist Kennel? Es ist sozusagen unsere Hundehütte. Cool, die können wir auch schon ein bisschen upgraden. Holen wir uns mal hier ein Upgrade, hierfür, hierfür. Let's do this, Leute. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon eine richtig fette Bude hier für unseren kleinen Hund. Und ansonsten gehen wir mal hier wieder auf Play. Okay, wir chillen draußen irgendwie, gerade unterwegs ein bisschen. Oh. Lol, verprügeln die da gerade mein Herrchen? Okay, join them, protect your owner. Zack, let's go, einfach... einfach so ein... Was war denn das gerade? Der hat einfach so einen Topspin hingelegt. Aber wir sind ein guter Hund, liebe Leute, denn wir müssen uns immer um unser Herrchen kümmern. Und weiterlaufen, 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 let's go! Weitere 3 Monate, jetzt sind wir nämlich 1 Jahr und 3 Monate alt, Leute. 1 Jahr und 3 Monate. Mit 220 von diesen Knochendingern können wir doch bestimmt noch mehr hierzuholen. Hier, more Deko. Jetzt haben wir Level 3 Deko abgegradet. Jetzt haben wir so einen bunten Zaun. Kein Plan, ob das irgendwas ausmacht, aber ich glaube nicht. Na, lass mal schauen. So, wir sind jetzt hier in der Tierklinik. Mhm, okay. Da müssen wir, glaube ich, jetzt erstmal reingehen. Okay, was... Oh, okay. Das ist eine ganz schön große Spritze. Try to escape oder stay calm. Also entweder ruhig bleiben oder versuchen abzuhauen. Ich weiß nicht, Leute. Es ist eigentlich schon wichtig, dass wir... Wollen wir mal was Böses machen? Wollen wir mal böse sein? Komm, wir versuchen mal abzuhauen. Hui! Okay, er ist runtergehüpft. Try to escape. Chausenbausen. Lauf! Hä? Hier durch. Aua! Irgendwie ist der Hund ein bisschen doof, kann das sein? Kleiner Hund! Da lang. So. Okay.
böser Hund. Oh je. Ja, wir mussten mal abhauen, Leute. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Spritze auch wirklich echt ganz schön groß und fies war, Leute. Und da bin ich nicht so Fan von. Okay, was ist das hier? Ein Geschenk? Was ist da drin, ne? Ein neues Outfit. Okay. Können wir leider nicht collecten, weil wir keine Werbung anhaben. Toll. Was passiert eigentlich, wenn wir die ganze Zeit auf schnell bleiben? Rupp. Perfekt. Wir sind angekommen. 1 Jahr und 6 Monate. Wir haben 175 von den Knochen. Es ist jetzt nicht so gut. Oh nein. Oh nein. Okay. Pull Dad's Towel. Also wir können zwei Sachen machen. Einmal den Vorhang hervorziehen oder einmal das Handtuch wegziehen. Dann machen wir einfach mal das Handtuch weg. Oh mein Gott. So dumm, Alter. Es ist so dumm. Oh mein Gott, es ist so dumm. War da jemand auch gerade unter der Dusche? Ich glaube schon. Hupsi. Okay, dann haben wir anscheinend gerade ein bisschen unter der Dusche gestört. Naja, gut. Wir sind trotzdem ein lieber Hund. Wir sind immer noch mehr lieb als böse, Leute, okay? Das ist wichtig. Wir sind immer noch mehr lieb als böse. Gut, ich würde sagen, wir kümmern uns gleich erstmal wieder um die Hundehütte. Aber erstmal gehen wir hier wieder auf Play. Hol mir einen Drink. Macht er einfach nur. Wir haben hier unseren kleinen Hund, der... Nice, Alter. Get drink, get milk. Also entweder holen wir uns ihm wirklich so ein Bier oder so oder halt ein bisschen Milch. Komm, Dad, du kannst ihm mal ein bisschen Bier reinfetzen. Let's go. Er haut sich jetzt einfach das Bier hinter die Binse. Yeah, ja, Mann. Danke für das Bier, Bro. Aber dieser Hund, ey. Sehr gut. Kann ich einfach so dieses Bier einfach mit Bier, ey. Okay. Bad Dog. Wir haben aber nur 100 Reward bekommen. Man kriegt ein bisschen weniger, wenn man ein böser Hund ist. Ist jetzt nicht so prickelnd, aber okay. Wir geben wieder Vollgas. Weitere 3 Monate sind geschafft. Wir sind jetzt mittlerweile sogar 2 Jahre alt, Leute. Oh, wir können uns hier sogar umziehen. Okay, was haben wir für chillige Outfits? Oh, man kann dem so ein Hemd anziehen und so ein... Was auch immer das da ist. Sieht aus wie... Was ist das? Sieht aus wie eine Jacke oder so. Ich ziehe ihm, glaube ich, einfach nur ein chilliges Hemd an. Sieht cool aus. Was fliegt hier denn die ganze Zeit rum? Weg damit. No ads available. Ja, weg damit. Weg, weg, weg. Wir gehen mal auf Play und schauen mal, was jetzt passiert. Okay, was möchtest du als Geschenk? Entweder machen wir Spa, also sozusagen einen Erholungsdingenskirchen, oder wir machen Hot Tub, also sozusagen Whirlpool. Ja, beides ist cool. Ich würde sagen, wir machen Whirlpool Action. Nice. Das ist ein cooles Geschenk. Wir sind jetzt 2 Jahre alt geworden und das ist unser Geschenk. Für 150 Knochen geht es dann weiter. Chillig. Wir geben Gas. 100 nochmal extra bekommen. Okay, ich habe ja gesagt, wir kümmern uns gleich nochmal darum, um unsere Hundehütte. Und hier ist ein Geschenk. Und da ist auch ein goldener Knochen, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob der goldene Knochen irgendwie mehr bringt. Special Offer, Dankeschön. Das bringt uns jetzt relativ wenig. Aber wir laufen mal weiter. 2 Jahre und 3 Monate. Leute, wir kümmern uns gleich hier um die ganzen anderen Sachen. Aber erstmal gucken wir, was jetzt passiert. Wir sind im Park mit einem Knochenballbällchen. Und den müssen wir jetzt erstmal holen. Hui, okay. Zack, und dann wieder zurückbringen. Komm hier, Boy. Natürlich, wir bringen den Knochen noch zurück. Bitteschön. Okay, good dog. 150 Knochen. Super. Wir laufen weiter. Wir haben jetzt schon 740 von diesen Knochen gesammelt. Sehr, sehr cool. Weiter, weiter, weiter. 3 Monate. 2 Jahre und 6 Monate mittlerweile. Ich frage mich, wie weit das geht. Geht es bis 100 oder wie alt kann man hier werden? Weiß es nicht. Wir gehen mal hier rein, sitzen auf dem Sofa, ganz gechillt mit unserem Hemd. Okay, wir gehen auf eine Reise. Packt eure Taschen. Na klar, die Mom ist wieder am Dancen, alle sind wieder am Updancen und der Dog freut sich natürlich auch. Jetzt packen wir unsere Tasche. Upp. Zack. Und dann natürlich das Hundespielzeug. Hunde ist getackt. Die Tasche ist was zum Teufel? Was? Moment, man kann doch nicht aus einem Flugzeug rausgucken. Das geht doch gar nicht. Oh mein Gott, tschüss. Gute Reise. Ich glaube, jetzt kommen wir sogar irgendwie an so Urlaubsorte oder sowas. Kann es sein? Oh, das wäre voll cool, wenn wir jetzt an so Urlaubsorte kommen könnten. Okay, Mami und Papi sind am Schlafen. Oh, da kommt ein Einbrecher. Oh, darauf habe ich gewartet, Leute. Darauf habe ich gewartet. Hopp, rein da. Der Hund hat's gehört. Oh, unser Hund hat's gehört. Oh, er sieht ihn. Oh, eigentlich. Wake up parents. Also entweder machen wir die Eltern wach oder wir attackieren den Einbrecher. Leute, eigentlich schon den Einbrecher attackieren, oder? Oh. Oh. Oh, er beißt ihm in den... Er hat ihm in den Hintern gebissen. Sind wir mal ganz ehrlich, Leute. So ein Einbrecher, es ist schon wichtig, dass man einen Wachhund hat, oder? Da sind wir uns doch einig, Leute. Das ist doch wichtig, dass man aufpasst, dass der Hund aufpasst. Geht doch nicht. Okay, wir machen weiter. Er hat ihm auch nur die Hose ausgezogen. Ganz komisch irgendwie. Okay, wir haben jetzt 1000 von diesen Knochen. Ich würde sogar sagen, wir machen das hier noch komplett voll. Der gute Hundknochen sozusagen. Und dann gehen wir hier, um uns um die anderen Sachen kümmern.
Okay. Ja, wir sind im Urlaub. Wie ich es gesagt hatte, super cool. Wir werden uns einfach in der Sonne baden, anstatt ein Loch zu graben, Leute. Das war die erste Auswahl und das ist die... Wir bleiben einfach ganz chillig in der Sonne liegen, anstatt ein Riesenloch zu graben und böse zu sein. Wir sind ein guter Hund. Wir rennen durch. Wir sind mittlerweile sogar schon 3 Jahre alt. Okay. 3 Jahre ist schon ein stolzes Alter. 3 Jahre und 3 Monate, wohlgemerkt. Und wir gehen rein. So, hier gibt es Hot Dogs. Und da ist jemand am Rumknutschen mal wieder. Attack Woman und Tell Mom. Oh nein! Ist es der Papa, der irgendwie mit einem anderen... Oh oh. Ja, der Dad ist anscheinend mit einer anderen Frau am Rumküssen. Und jetzt geht er... Ich habe jetzt ausgewählt, dass er das sozusagen der Mama sagt. Guck mal, was er macht. Das ist aber nicht nett. Oh oh. Warum steht da auch einfach eine Couch? Oh je. Das sollte man nicht tun. Das sollte man nicht tun. Sachen, wirklich. Sachen werden hier gemacht. Okay. 3 Monate. Let's go. 3 Jahre und 6 Monate alt. Und ich glaube jetzt sogar haben wir gleich hier das komplette Ding sogar voll. Noch ein Hund? Komm, wir haben jetzt einen kleinen Bruder bekommen. Also entweder greifen wir ihn an oder wir spielen mit ihm. Wir spielen natürlich mit ihm. Ist doch klar. Okay. Nice. Und jetzt spielen die beiden und laufen als im Kreis. Jetzt haben wir 2 Hunde, so wie es aussieht. Ich wollte doch ganz am Anfang der Folge, wollte ich doch nur einen Hund haben. Jetzt habe ich 2. Okay, das hier ist super cool. Wir gehen mal hier auf Claim. Wow, und wir kriegen es nur, wenn wir Werbung gucken. So ein Müll. Es ist so ein Müll. Ich mag sowas gar nicht. Warum sind diese Spiele immer so gemacht, dass man irgendwie immer Werbung gucken muss? Kann man nicht irgendwie mal ein Spiel spielen, was cool ist und was, wo man keine Werbung für gucken muss? Mann, das ist so nervig. Okay, auf jeden Fall ist die Familie jetzt da am Sitzen und wir sind ein bisschen überflüssig, weil wir jetzt, naja, wir kriegen nicht genug Liebe, Leute. Wir kriegen nicht genug Liebe. Nein, wir wollen auch geknuddelt werden. Hallo, ich will geknuddelt werden. Was ist denn mit mir? Okay, Leute. Wieso trägt der Hund eigentlich Kleidung? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil wir ihn so angezogen haben. So, ich würde sagen, wir rennen jetzt nochmal zum Jahr Nummer 4, weil wir nämlich jetzt schon 3 Jahre und 9 Monate alt sind. Und das hier ist jetzt unser Jahr Nummer 4. Gut. Schauen wir mal rein. Es ist Weihnachten. Okay, cool. Können wir jetzt hier ein... Oh, wir können uns hier ein Paket auswählen, welches wir geschenkt haben möchten. Dann würde ich sagen, Leute, wie immer, die Mitte. Gibt es mehr Knochen? Oh, ein Riesenknochen. Cool. Das ist super. Das ist ein super tolles Geschenk. Cool. Okay, listen, listen. Wir können jetzt gleich mal... Ich laufe mal ganz kurz durch. Und dann können wir uns einfach mal um die Hundehütte kümmern. Wee, let's go. 4 Jahre und 3 Monate sind wir jetzt. Dann würde ich sagen, können wir mal gucken. Wir gehen mal hier in die Hundehütte rein. Wir haben jetzt 1900 Geld gesammelt. Oder Knochen. Hier ein bisschen mehr Play Area. Wow. Okay. Wow. Okay. Und lass nochmal gucken, dass wir vielleicht uns auch ein anderes Outfit reinfetzen können. Ist hier Spider-Man. Ein Hotdog, Hotdog. Ein Hotdog-Dog. Ja, auf jeden Fall super cooles Spiel. Bis natürlich auf die Werbung, Leute. So wie immer. Es ist irgendwie immer extremst, extremst viel Werbung drin. Was ich dem Spiel hier für eine Note geben würde? Keine Ahnung, eine 3- Minus, würde ich sagen. Die Werbung nervt halt schon wieder extrem. Ihr wisst ja was. Ihr wisst es ja, Leute. Ihr wisst es ja. Gut, trotzdem würde ich sagen, das war auf jeden Fall das Leben eines Hundes oder unseres Hundes. Eines Hundes, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall cool, falls ihr Bock auf noch ein paar davon habt. Lasst es mich gerne mal wissen, weil ich glaube, da geht auf jeden Fall noch eine Menge weiter. Man kann nämlich noch eine echt übelste Sorte an Skins sich hier noch kaufen und so. Also ich glaube, wenn wir noch ein Part machen sollten, dann können wir uns hier die restlichen Skins noch dazu holen. Plus noch diese ganzen restlichen Sachen hier zum Playground. Keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall noch 1, 2 Sachen, die man hier machen kann. Ich würde sagen, Leute, falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns. Bis morgen. Tschüss.